Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace. Hi Björn, darf ich noch einmal? Auf jeden Fall. Also, Konnichiwa. Ich so, muss jetzt, das noch einmal loswerden. Jetzt endet mein Japanisch an der Stelle. Ja, meins auch. Ich komme dann noch bis zum Ende, bis Arigato, das heißt Dankeschön. So ein bisschen was hat man sich unterwegs angeeignet, aber ich glaube, das ist dann auch auf dem Rückflug geblieben. Wie lange bist du genau da gewesen? Ich war in Japan ziemlich genau 3 Wochen. Ah ja, okay, sehr gut. Und bist wann wieder zurückgekommen? Olympiade endete letzte Woche Sonntag. Du genau, am Sonntag. Ja, Sonntagabend war Schlussfeier, eine dieser skurrilen Veranstaltungen in einer Geisterstimmung. Ja, das war ja ganz oft so der Fall, dass du in irgendeiner Location warst und weißt, die ganze Welt schaut da rein, aber es ist Geisterstimmung, ja, also genauso wie bei der Eröffnungsfeier, so hört es auch bei der Schlussfeier auf, es ging los mit dem Countdown, wo dann auf der großen Leinwand angezeigt wurde, noch 90 Sekunden, 80 und so weiter und irgendwann 10, 9 und normalerweise kocht der Laden und es war totenstill. Ja. Es hat niemand einen Mucks gesagt und dann ging auf einmal irgendwo Musik los oder sowas oder Feuerwerk, ne? Ja, es war eine besondere Zeit, sowohl aus Sicht des Spitzensports als auch aus Sicht des Breitensports, den ich da ja noch ein bisschen betrieben habe. Da können wir gleich noch mal ein bisschen kurz drüber reden, bevor wir auf die Themen der heutigen Episode des Power and Pace Podcasts kommen. Ja. Da haben wir ein bisschen was zu besprechen, was demnächst ansteht. Aber bevor wir das tun, haben wir natürlich auch wieder den Präsenter für euch. Diese Episode von Power and Pace wird euch nämlich präsentiert von Swift. Swift ist die App, die dich mit Radfahren aus der ganzen Welt verbindet, zum Beispiel in Japan, und mit der das Indoor-Training wirklich Spaß macht. Bei Swift gibt es strukturierte Workouts, die gibt es sowohl aus dem Swift-Menü als auch mit uns. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie das Ganze weitergeht. Es gibt Trainingspläne, denen man leicht folgen kann. Natürlich viel schönere Trainingspläne, die Triathlon integriert sind von uns. Absolut. Es gibt Online-Gruppenfahrten, es gibt Rennen. Da können wir auch mal überlegen, ob wir da mal was anbieten wollen. Ja, und mit Swift arbeiten wir schon lange und gerne zusammen und werden das demnächst auch wieder starten. Sowohl in den strukturierten Workouts, die zum Trainingsplan passen, als auch vielleicht mit dem einen oder anderen Meetup, wo man sich mit Freunden treffen kann. Gerd Roschmann, unser Premium Power Pacer, hat da ja viel bewegt im letzten Winter mit seinen frühmorgendlichen Freitags- und Samstags-Meetups, wo die dann ohne unsere Begleitung für sich geradelt sind. Ich habe mich manchmal dazugeschaltet. Das war immer sehr spannend. Parallel mit einem Discord-Channel, wo die Leute sich untereinander unterhalten haben. Ja, und da haben wir eine Menge vor. Und das Schöne beim Swiften ist ja, dass man beim Swiften auch unseren Podcast hören kann. Also das Wetter in Hamburg ist heute gut. Ich werde trotzdem nochmal Swiften nachher mit meinem Großen hier. Wir haben uns mal nach langer Zeit wieder im Keller verabredet. Ja, alles was man braucht ist ein Rad, ein Indoor-Trainer und die Swift-App. Ja, und wer das Ganze noch nicht kennt, der kann Swift für 7 Tage kostenlos testen. Ganz unverbindlich auf swift.com. Ja, da bleibt uns nur noch zu sagen, ride on. Und wer das Ganze schon ein bisschen länger kennt, an der Stelle fällt mir immer wieder auf, gerade wenn ich jetzt irgendwas davon höre, und wir hatten es ja jetzt in den letzten Wochen irgendwie häufiger hier auch bei dem Tree Battle Royale und so weiter und so fort, waren sie ja, glaube ich, auch Hauptsponsor. Der möge sich gerne nochmal dran erinnern, wie die Zeit vorher war, weil ich mich dann immer noch dran erinnere. Also man muss sich das ja wirklich überlegen, wer jetzt noch nicht so lange im Triathlon dabei ist, der hat hoffentlich die Zeit nicht mitbekommen, in der man noch auf irgendwelchen freien Rollen oder auf diesen Rollen, wo du hinten dein Hinterrad quasi auf so eine Walze gespannt hast, mitbekommen. Und da war nichts mit digital und so weiter und so fort. Da hatte die Rolle dann irgendwie 7 Gänge, so ungefähr. Und man konnte natürlich noch mit der eigenen Gangschaltung es schwerer oder weniger schwer machen. Und hat dann immer noch gerne, das war immer mein, ich will nicht sagen Trick, aber
dann ist man gerne noch hingegangen und hat für den Winter, erstens hatte man natürlich einen Rollenreifen, ist klar, weil das Ding war natürlich nach einem Winter durchgeraucht. Ja. Und dann ist man immer gerne noch hingegangen und hat Wasser in den Schlauch gefüllt. Ich weiß nicht, ob das, der eine oder andere hat das vielleicht ebenso gemacht, damit das Hinterrad mehr Gewicht hatte, damit halt die Schwungmasse ein bisschen sinnvoller verteilt war. Weil das ist natürlich heute der Luxus von Smart-Trainern und sowas wie Zwift zum Beispiel, dass man kennt ja keine Schlupflöcher mehr. Ne? Es läuft einfach alles. Man fährt ja wie draußen, mehr oder weniger. Ja. Und früher war das halt so, wenn du dann beschleunigt hast, dann war immer so wupp, 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 wupp. Diese Schlupflöcher da waren, bis du mal irgendwann eine halbwegs gleichmäßige Geschwindigkeit da drauf hingekriegt hast. Also mache ich immer noch gerne, weil da, also muss man ja wirklich sagen, ich finde so Powermeter war so vor 25 Jahren so eine relativ wichtige Erfindung, die es da gegeben hat, und dann auch alles, was hier so mit Smart-Trainern und Rollentraining, Indoor-Training und so weiter zu tun hat, hätte man vor 10 Jahren garantiert nicht geglaubt, dass man sich im Sommer mal freiwillig im Keller trifft und eine Runde Indoor-Training macht, weil, also wenn es nicht gerade sein musste, ne, dann hat man es auf keinen Fall getan, und das finde ich immer noch ganz witzig, wenn man daran zurückdenkt. Ja, naja. Großartig. Ich würde noch mal einmal gerne, jetzt sind wir schon Indoor quasi, bei super Wetter draußen, eine Frage habe ich aber zu Olympia noch, vielleicht nochmal so Rekapitulation. Du bist 3 Wochen da gewesen, hast die ganze Berichterstattung gemacht. Man konnte das, glaube ich, ganz gut auf deinem Instagram-Kanal verfolgen. Auch zum Thema Essen, da haben wir gestern drüber gesprochen, dass auch die Herausforderung ja nicht nur Reise oder hier Humidity, wie sagt man, Luftfeuchtigkeit ist und so weiter und so fort, sondern auch gerne mal noch das Essen und so. Was war der emotionalste, also sportlich emotionalste Moment für dich? Welcher Entscheidungswettkampf war der, wo du am ehesten jetzt gerade noch sagen würdest, an den erinnerst du dich zurück? Was ganz Fremdes für uns, der Weitsprung. Ah ja. Ja, ich habe das ja schon im Podcast erzählt neulich, das war ja wirklich so eine intime Situation, es war ja kaum jemand dabei. Ja, und es war ja wirklich eine Entscheidung, das ist ja wie ein Endspurt im Triathlon in London damals zwischen Nicolas Spirig und Lisa Nordeen. Das war ja so knapp, es kam auf den letzten Sprung an, und natürlich ist jeder Journalist, der da vor Ort ist, auch irgendwo ein gewisser Patriot, ja, und parteiisch und fiebert für die Athleten seines Landes, ja. Also die deutschen Journalisten haben das, ist vielleicht auch ganz gut so, nicht hinbekommen wie viele andere Nationen, die da auch tatsächlich einen einheitlichen Journalisten-Dress hatten oder ein Team-Dress, dass eben auch die Fotografen in australischer Kutte angezogen waren oder so. Also wir waren da ja neutral. Man darf ja auch in den Stadien, das läuft ja alles unter dem Motto Clean Venue, man darf ja auch da nichts irgendwie zur Schau tragen. Ich hatte schon mal gelegentlich mein Triathlon-T-Shirt an. Ich hatte sogar das Power-and-Pace-T-Shirt mal an, aber das darfst du natürlich nicht öffentlich zeigen, das Logo da. Ja. Aber beim Weitsprung, da ging es ja für mich journalistisch um nichts. Da habe ich ja Bilder gemacht, die habe ich auf Facebook veröffentlicht, aber ich hatte weder einen Kunden, der die gekauft hat, noch haben diese Bilder irgendeine Relevanz für unsere Medien. Ja. Aber ich hatte die Zugangsberechtigung und habe gedacht, okay, dann mache ich das eben. Ja. Und das war wirklich emotional. Weil du bei der Sportart einfach super dicht dran bist. Ja. Ja, beim Triathlon nicht ganz so dicht, beim Schwimmen auch nicht so direkt beim Wettkampf, beim Becken. Da hast du natürlich nachher, nach der Siegerehrung kommen die Athleten einmal ums Becken und posieren da mit ihren Medaillen und so. Ja. Aber beim Weitsprung bist du wirklich ganz dicht dran, zumal ja auch die Kommunikation, das hatte ich im anderen Podcast schon erzählt, zwischen Athlet und Trainer dann über den Fotografengraben hinweg erfolgt. Ja, du kriegst jedes Wort mit. Ja. Und du bist wirklich ganz nah dran. Das Gleiche hatte ich nochmal, wo ich jetzt emotional weniger beteiligt war, weil die Deutschen schnell raus waren beim Stabhochsprung der Männer. Mhm. Wo man dann aber auch irgendwie auf einmal für einen Schweden sympathisiert hat, den man vorher gar nicht kannte, weil man in der Sportart nicht drin ist. Ja, ja, ja. Also das sind wirklich so die Dinge, wo dann dicht dran bist. Natürlich dann auch mit allen Auflagen, täglich PCR getestet und so weiter. Ja. Das waren wirklich emotionale Geschichten dann, die ich mir erlauben konnte, weil ich eben da sportlich raus war. Ja, also natürlich war für mich eine erste Medaille seit vielen Jahren im Schwimmen von Sarah Köhler auch ein emotionaler Moment, zumal wir auch den Trainer gut und lange kennen und gesehen haben, wie der mitfiebert ein paar Meter neben uns. Ja. Ja, es gab viele emotionale Momente. Ja. Das kann ich nicht verneinen. Meter. Ja. Das gehört für mich immer zu den Weitsprung, ist für mich so eine Disziplin. Also ich kann mir erklären, wie Triathlon funktioniert, das weiß ich, Radsport auch. Aber Weitsprung 7 Meter ist für mich so eine Sache, da, also das finde ich ja immer noch bei solchen Veranstaltungen einfach toll, wie häufig man da sitzt und sich denkt, krass, was für eine unmenschliche, also in Form der Anerkennung jetzt, ne? Nicht irgendwie aufgrund irgendwelcher negativen Gedanken, aber
was für eine Leistung einfach 7 Meter Weitsprung sind. Also das ist immer der Moment, wo ich dann denke, so, ich versuch's jetzt mal draußen hier im Garten so ungefähr und versuche mal, wie weit ich noch ja. springen kann. Und man kennt es noch von Bundesjugendspielen, so, ja, 3,50 Meter, 4 Meter ist schon gut. Ja, ich springe einfach mal doppelt so weit. Und das finde ich immer so faszinierend, weil das halt so Leistungen sind, die, ja, die für mich auch nicht greifbar sind. Also ich glaube, wenn man das selber dann so, wenn man nicht unbedingt weiß, was es braucht, um weit zu springen oder hoch zu springen, Stabhochsprung, ja. ist für mich eine völlig unerklärliche Bewegung. Habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Und, das sind für mich Artisten. Ja, das finde ich faszinierend. Also das ist auch ja. so, muss ich sagen, das sind wirklich coole Sportarten. Aber da hast du ja zum Beispiel ein anderes Bild vom Weitsprung, als ich es habe, wo ich jetzt bei dem Wettkampf dabei war. Für mich sind diese 7 Meter eine Zahl, was für mich als Eindruck geblieben ist, dass die nicht nur weit springen, sondern extrem hoch. Ja. Wenn du in diesem Fotografengraben bist, dann bist du auf Höhe des Sandes und fotografierst von da aus und du siehst, wie hoch hinaus die springen. Ja, das ist ja wie beim Werfen. Ja. Es gibt einen optimalen Winkel, damit der Speer, wenn er in dem Winkel hochfliegt, auch in einem ähnlichen Winkel runterkommt und damit möglichst weit kommt. Und so ähnlich ist es beim Weitsprung ja auch. Die springen nicht nur weit, die springen auch hoch. Und genauso ist es beim Hochsprung. Ja. Die springen nicht nur hoch, die springen auch weit. Ja, und du könntest wahrscheinlich Malaika Mihambo immer noch 100 Meter laufen lassen. Und die würde die wahrscheinlich auch, also in einer adäquaten Zeit laufen, weil alleine diese Anlaufgeschwindigkeit und so weiter und so fort, das ist ja abgefahren, was da passiert. Also finde ich ganz, ganz großartig da. Also das, muss ich auch sagen, war echt eine der Veranstaltungen, wo man wirklich, wirklich, und dann ja auch noch mit dieser Situation im letzten Lauf und so, ne, mit dem letzten Sprung dann die 7 Meter geknackt und die anderen, dann musste man warten, überspringt das jetzt noch einer. Ja, das ist einfach super. Also da wirklich Olympia ja einfach auch eine unschlagbare Veranstaltung, dass man sowas halt alles irgendwie... Also das war jetzt für mich ein patriotisch-emotionaler Moment, weil man Malaika Mihambo natürlich kannte. Andere Emotionen waren es zum Beispiel an diesem italienischen Abend, ja, Hochsprung plus 100 Meter Lauf. Ja. Ich kannte keinen der Athleten. Ja, ich auch nicht. Ich kann dir auch jetzt nicht die Namen auswendig aufsagen, ja, also da hast du vom Fernseher vielleicht mehr mitbekommen. Aber das mitzubekommen, wie Menschen, die nie mit diesem Erfolg gerechnet haben, sich freuen und das irgendwie durch die Kamera einzufangen, ohne zu wissen, dass man diese Bilder jemals braucht. Ja. Das war schon eine gewisse Luxussituation, dabei sein zu können. Das hatte auch Emotionen. Das hat mich auch irgendwie berührt und motiviert für alles, was ich jetzt sportlich vorhabe. Ja. Das ist gerade so der Switch, den ich gerade machen muss, so vom Berichterstatter zum selber Athleten, der ich ja auch in Tokio war. Da habe ich mir auch noch so ein paar Stichworte aufgeschrieben, was so geblieben ist aus der Zeit, die nicht einfach war als Sportler, aber Olympia ist einfach nach wie vor ein Thema, was mich irgendwo mehr eigentlich beruflich als sportlich motiviert. Das ist immer so ein Ziel, auf das ich gerne hinarbeite, wo ich mich jedes Mal tierisch freue, wenn eine Akkreditierungszusage dann da ist, was ja auch nicht so selbstverständlich ist mit einem Special Interest Medium oder zweien. Und das ist schon so ein Mehrjahresziel, was ich auch mit sportlichen Zielen vergleichen könnte. Ja. Und dann hast du immer noch, den Moment fand ich super, hast du immer noch so Momente, die halt unvorhersehbar sind, wie Siegerin Frauenstraße Radsport Anna Kiesenhofer aus Österreich, die niemand kennt. Also die wirklich niemand, muss man ja quasi sagen, kennt. Also hättest du auf die gewettet, wärst du wahrscheinlich heute ein schwerreicher Mann, wenn du 20 Euro eingesetzt hättest, so ungefähr. Und das finde ich einfach sensationell, dass sich bei solchen Veranstaltungen noch die Momente ergeben können, dass, und vor allen Dingen, man muss jetzt mittlerweile sagen, ich meine, Frauenradsport ist schon auch professionell. Das ist jetzt nicht irgendeine Lulli-Veranstaltung, wo sowieso keiner irgendwen kennt, sondern das ist ja normalerweise höchst professioneller Radsport. Und wenn du dann halt diesen Ländervergleich hast, die starken Holländer hast, aber auch ein super deutsches Team, muss man auch fairerweise sagen. Also man darf auch nicht nur auf die Holländer zeigen. Und dann kommt eine Österreicherin, reist aus, und die wird einfach vergessen dann auch irgendwo, ne? Also man weiß, naja gut, da vorne ist irgendwer, dann hat man irgendwann alle eingeholt, aber ja, so richtig sicher ist man sich dann doch nicht. Und dann gewinnt halt ein absoluter No-Name, die bis dato wahrscheinlich nicht mal adäquat Euros verdient hat mit dieser Sportart, die das alles wahrscheinlich selber bezahlt hat, die nebenher, glaube ich, promoviert hat. Ich glaube, studierte Physikerin oder Chemikerin, ne? Ich weiß nicht ganz genau, aber eine naturwissenschaftliche Ausbildung hat, alles auf eigene Kappe gemacht hat. Und die wird dann auf einmal Olympiasiegerin. Und ganz witzig, kurze Anekdote vom Zuschauer zu Hause vorm Fernseher. Die war dann vorne und irgendwann wurde es ja, also hat man ja gesagt, naja, es sind jetzt hier noch 40 Kilometer, die hat irgendwie 10 Minuten Vorsprung, also jetzt wird es ja ernst. Mhm.
dann hat man angefangen, die zu, also habe ich angefangen, die zu googeln, weil auch ich kannte die nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also ich weiß, dass, also hatte dann irgendwann schnell auf dem Schirm, dass die mal österreichische Meisterin, glaube ich, im Zeitfahren war oder so. Und dann der Klassiker heutzutage, war ich auf dem Instagram-Account, als ich das erste Mal geguckt habe, 1500 Follower, glaube ich. Also wo du auch merkst, okay, ist jetzt auch nicht der überragendste Instagram-Account wahrscheinlich, nicht böse gemeint. Und wer jetzt heute guckt, also ich weiß nicht, was heute der Stand ist, aber ich konnte dann irgendwann zugucken, wie es immer 100 mehr, 100 mehr, 100 mehr, 100 mehr. Und das war auch ziemlich witzig, weil ich meine, so passiert es dann halt auch. Ne? Die läuft eigentlich komplett unterm Radar, ist 30 Jahre alt, hat mit dem Sport wahrscheinlich noch nie Geld verdient und auf einmal macht die sowas. Mhm. Und wird wahrscheinlich an dem Tag sich noch einen Vertrag aussuchen können, ne? Der wahrscheinlich schon im Postfach flattert, so, der bei Instagram geschickt wird, weil hat kein Management und keine Ahnung was. Also ganz verrückt. Und das finde ich dann super, dass du irgendwie schon noch die Chance hast, dass das nicht, also natürlich ist das extrem professionell, aber dass schon auch so Situationen sich noch ergeben können, dass mal irgendwer gewinnt oder einen Erfolg feiert, mit dem du vorher überhaupt nicht gerechnet hast einfach. Ne? Also es passiert in der Fußball-Bundesliga wird's, oder jetzt hier DFB-Pokal ist klassisches Beispiel im Fußball, es gibt nicht mehr so häufig die Momente, dass irgendein Achtligist jetzt gerade Bayern München schlägt, so nach dem Motto. Und dann hast du aber sowas und das finde ich super geil. Das ist auch irgendwie das, was Olympia so ein bisschen ausmacht dann. Ne? Ja, das sind auch dann Dinge, wir sind natürlich dann in unseren Sportarten beschäftigt, ja, zumindest wir Special Interest Menschen. Ich war in den ersten 9 Tagen eigentlich komplett ans Schwimmbad gebunden, ohne einmal das Wasser berühren zu dürfen. Ja. Das heißt, in den langen Mittagspausen immer in diesem Pressezelt, was vor dem Schwimmbad aufgebaut wurde, wo dann aber auch natürlich auf 20 Fernsehern alle 20 anderen Sportarten, die gleichzeitig liefen, gezeigt wurden. Und da haben sich dann auch so die Grüppchen, die Interessengrüppchen versammelt und dann standen natürlich die Österreicher auch vor diesem Fernseher, wo das Radrennen übertragen wurde. Und da wurde dann auf Deutsch, du sprichst diese österreichische Deutschsprache ja auch besser als ich, durch gewisse Connections. Da wurde dann natürlich gefachsimpelt und sich auch gefreut. Und dann freut man sich einfach mit, ja, wenn man selber keine Aktien mit drin hat. Ja, das ist einfach schön, ja. Also das ist auch auf unserer journalistischen Seite, wir hatten jetzt einfach das Privileg, an vielen Dingen teilhaben zu können, wo sonst keine Zuschauer teilhaben konnten, ja. Da haben sich eben auch dann so Dinge entwickelt und letztendlich sind auch wir alle da, weil wir ein Interesse an der Sache haben und nicht irgendwie vom Arbeitgeber hingeschickt wurden. Und das ist schon was Besonderes, dann was Schönes, ja. Also das war so unter Journalisten eine ganz besondere Stimmung. Wir hatten ja wirklich massive Auflagen. Ja, das war ja im Vorfeld, also aus deutscher Sicht sind zum Beispiel von 260 akkreditierten Journalisten 100 gar nicht gekommen. Ja, weil sie einfach gesagt haben, das mache ich nicht mit oder an den Auflagen gescheitert sind. Und das war ja schon Wochen vorher ein Mordsaufwand und vor Ort hörte das ja nicht auf mit, wie gesagt, täglichen PCR-Tests, die man organisieren musste, mit Quarantäneauflagen, mit Transport-Logistik-Herausforderungen, mit allem drum und dran. Das war ja wirklich nicht einfach. Aber die Stimmung unter uns Journalisten, die habe ich noch nirgendwo so kollegial erlebt. Ja? Weil wir einfach alle zusammen gesagt haben, wir sind jetzt hier, die Auflagen sind da, aber wir machen das Beste draus. Ja? Wir halten zusammen und das ging auch über die Journalistenriege hinaus. Der große Feind war immer the government. Die haben uns die Auflagen aufgesetzt, aber auch schon auf der Ebene Olympia-Organisation hieß es, hey komm, liebe Journalisten, wir zusammen, wir machen das Beste draus, wir zaubern das, wir kriegen das hin für euch, ja, und wir wollen, dass ihr optimale Arbeitsmöglichkeiten habt und das war eine so positive Stimmung aus dem, was von oben auferlegt wurde, da gab es also nicht intern die Buh-Männer oder so, es gibt zum Beispiel für jedes Venue gibt es einen Venue-Media-Manager und Venue-Foto-Manager, ja, und das hat man oft auch schon erlebt, dass die sind, die bremsen, ja, die dann einmal da die Macht haben und sagen, nee, du kommst hier nicht hin, du kommst da nicht hin und so weiter. Das war wirklich super konstruktiv, kollegial, so, außer dass man uns dann verboten hat, die Athleten zu motivieren, die Maske kurz abzuziehen fürs Foto, da haben die immer gesagt, nee, Big Brother, schaut zu, ja, ihr dürft den Athleten nicht das auferlegen, weil die kriegen die Probleme, ja. Wobei es das teilweise gab, ne, ich habe Tennis geguckt, Zverev im Finale. Da stand man, glaube ich, hat man auch auf jeden Fall ein Foto auf dem Podium gemacht, wo man einmal kurz die Maske abgesetzt hat, wenn ich das... Ja, da hat nämlich dieser besagte Venue-Fotomanager, hatte zwei Schilder, auf dem einen stand ein Bild mit Piktogramm, Maske auf und auf dem anderen Maske runter. Ja. Und der hatte quasi die Macht über das Bild. Weil dafür lief es auch deutlich zu professionell und zu schnell ab, also dass sich alle einig waren, jetzt ab,
jetzt wieder auf und so. Ja, da habe ich schon gedacht, okay, das war echt gut abgesprochen jetzt gerade. Ja, ich nehme an, dass die auch gebrieft wurden, die Athleten, vor dem Einmarsch zur Siegerehrung und dass die gesagt bekommen haben, hier, wenn dieses Schild gezeigt wird, dann dürft ihr die Maske runternehmen. Das sind eure 30 Sekunden. Ja, also und ganz ehrlich, also es wurde uns so oft gesagt, ihr müsst den ganzen Tag Maske tragen, außer zum Essen, Trinken, Schlafen. Ja, und Medikamenteneinnahme. Ja, das wurde uns immer wieder ein, und es hat nicht nur uns betroffen. Du hast in Japan nie einen Menschen ohne Maske gesehen. Ja. Selbst beim Joggen, beim Rennradfahren, die hatten immer Maske auf. Also beim Joggen und Rennradfahren habe ich es nicht gemacht, als ich dann raus durfte. Ne? Aber die Japaner haben das durchgezogen. Die hatten immer schon eine Maskenaffinität, schon vor 10 Jahren. Mhm. Und uns wurde das immer eingebläut, Maske auf, Maske auf, Maske auf, außer wenn du mal isst. Ja, was hast du gemacht? Du hast ein bisschen was zu essen mit reingenommen, um zwischendurch mal durchatmen zu können. Klar. Ja, na klar, das und, ist ja normal, das kennen wir ja alle jetzt irgendwie auch, ne? Ja, ja. Und wir haben natürlich gesehen, wenn die Athleten auf dem Treppchen stehen, dann dürfen die 30 Sekunden die Maske abnehmen. Mhm. Wir waren alle einmal auf dem Treppchen. Also wenn die Veranstaltung vorbei war, dann ging mal so ein Tross so Richtung Treppchen und dann haben wir uns gegenseitig fotografiert mit Maske ab. Ja, also ich habe auch mein Erinnerungsfoto auf dem obersten Treppchen im Schwimmstadion ohne Maske. Ja, das habe ich aber auch während der Spiele nicht veröffentlicht, weil wir dann, das hat jeder für sich behalten, das Foto, aber es hat jeder gemacht. Ja. Und dann ist aber neben Berichterstattung, hast du jetzt gesagt, dann hast du dir manche Sachen auch eher aus privatem, sportlichen Interesse angeschaut, sage ich jetzt einfach mal, und zum Training gekommen bist du auch noch. Das musst du uns noch erzählen. Also, privates sportliches Interesse hat sich natürlich begrenzt. Wie gesagt, Schwimmen hat sich mit Triathlon überschnitten. Die Tage waren voll, die waren brutal. In der zweiten Woche hatte ich da ein bisschen mehr Luft. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich dann immer Leichtathletikkarten bekommen habe. Leichtathletik ist ein sogenanntes High-Demand-Event gewesen in den Abendveranstaltungen. Also das sind immer die klassischen Veranstaltungen, Eröffnungsfeier, Schlussfeier, alle Schwimmfinals, alle Turnfinals und das Basketballfinale, wenn die USA spielen. Das sind immer die klassischen High-Demand-Events, wo man eine zusätzliche Eintrittskarte neben der Akkreditierung braucht, um reinzukommen. Aber das Angebot für deutsche Journalisten für die Leichtathletik war größer als der Bedarf, sodass ich da mir eigentlich aussuchen konnte, wann ich abends rein wollte. Und das habe ich mir dann als, natürlich auch die Langstreckenläufe habe ich mir angeschaut, außer die, die in Sapporo waren, weil wir da auch immer mal wieder eine Bildverwendung haben, auch in der Vergangenheit schon. Also Haile Gebrselassie aus, was war es damals, aus Athen haben wir so oft durchgenudelt, die Bilder. Das werden wir immer mal brauchen, jetzt eine Konstanze Klosterhalfen oder schnelle Holländerin oder sowas, das wird man immer mal brauchen, um mal Technik darzustellen oder sowas. Das habe ich mir angeschaut, aber wie gesagt, du hast es gesagt, ich musste ja nebenbei trainieren, der Ironman Hamburg, noch 17 Tage und damit sind wir mitten im Thema, ich musste das irgendwie in Tokio ja integrieren, wohl wissend, dass das eine Herausforderung wird und die war es auch im Nachhinein, also das war ja nie meine Wunschvorstellung, dass der Ironman Hamburg auf die Zeit nach der Spiele verlegt wird und ich einfach in den Wochen 4, 5 und 6 vor dem Rennen in Japan bin. Ja. Und so ist es auch gekommen. Also das war alles andere als optimal, aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Da sind so ein paar Erkenntnisse geblieben, wo wir nochmal drüber diskutieren können, war das gut oder schlecht. Ich kann ja mal so mit einem Thema anfangen, was für mich ganz oben stand. Community hat mir viel ermöglicht. Ja. Das war einmal das Thema Swift. Swift hat mir da ein Equipment gestellt, sodass ich eben auch indoor trainieren konnte. Du musstest wie lange in Quarantäne bleiben? Nur, dass wir das nochmal einmal... Also ich bin um meine 3 Tage harte Quarantäne, wo ich nicht mal aus dem Zimmer hätte rausgedurft, bin ich drum rumgekommen. Das habe ich beantragt und genehmigt, weil ich eben zum Hauptpressezentrum fahren musste. Ja. Meine Fotoweste, man muss so viele Dinge organisieren. Ja. Das wäre aus dem Zimmer nicht gegangen. Ich hatte dann quasi ab Tag 1 14 Tage Teilquarantäne. Das bedeutete, dass ich mich in meinem Zimmer aufhalten durfte und in den Venues, die ich vorher beantragt hatte. Mhm. Die Venues waren für mich in diesen ersten 14 Tagen das Leichtathletikstadion, also sprich das Olympiastadion, das Bad, das Triathlongelände, wo auch die Freiwasserwettkämpfe stattgefunden haben und das Hauptpressezentrum. Ja, ja. Also da durfte ich mich bewegen neben meinem Zimmer, aber auch nur mit den uns zur Verfügung gestellten Transportmitteln. Das sind die offiziellen Pressetransporte, das ist etabliert bei Olympischen Spielen, dass es einen zentralen Busbahnhof gibt. Da hätte ich gerne mal einen Drohnenfilm gedreht, wenn es erlaubt gewesen wäre, was da an Bewegung stattfindet von großen Bussen. Unglaublich, wie koordiniert das abläuft. Und das haben die Japaner
es hat Reibereien gegeben am Anfang, aber die haben es sehr schnell professionalisiert. Das hat gut geklappt. Und man hat uns 14 Taxigutscheine im Wert von fast je 100 Euro geschenkt, die wir mit zertifizierten Taxis abfahren durften, die aber auch nur uns zwischen den vorher genehmigten Venues und unserem Hotelzimmer hin und her bewegen durften. Ja, also das war so das Umfeld, wo ich mich bewegen durfte. Was ich nicht wusste im Vorfeld und was am Ende ein Glücksgriff war, dass die Quarantäneauflage meines Hotels an der Eingangstür endete. Ja, das heißt, ich konnte mich im Hotel frei bewegen. Zum Beispiel in einen Fitnessraum, der drei Geräte hatte, ein Laufband, ein Radergometer und einen so ein Ellipsen-Dingens irgendwas, was ich nie benutzt habe. Ich war also immer scharf auf dieses Laufband. Man durfte alleine in diesen Raum rein, mit Maskenpflicht, die nicht dauerhaft kontrolliert wurde, die dann auch mal freizügiger ausgelegt wurde. Aber ich durfte in diesem Raum, der mal mehr, mal weniger klimatisiert war, durfte ich laufen. Ja, musste mich also vorher in der Rezeption melden, es wurde alles nochmal desinfiziert und wurde auch nach mir desinfiziert und wenn der Raum gerade belegt war, dann musste die Trainingseinheit halt warten. Ja? Also man konnte nicht vorreservieren. Ja? Und es gab einen Supermarkt in dem Hotel, Mini-Supermarkt, wo ich mich auch bewegen durfte. An der Ausgangstür des Hotels saß ein Wachhund, der war eben nicht von Olympia, sondern von The Government. Der war dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass wir in diesen 14 Tagen uns auch nicht rausbewegen. Ich habe es mich einmal getraut. Es gab also diesen Wachhund am Hoteleingang und es gab noch einen Parkwächter an der einzigen Zufahrt zum Hotel und ich bin noch an dem Wachhund vorbeigekommen. Der Parkwächter hat mich dann aber zurückgewiesen aufs Gelände. Ich hatte auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen wunderschönen Park mit Palmen am Meer. Ja, den durfte ich aus meinem Zimmer mir angucken, 14 Tage. Also da freut man sich. Training tatsächlich 14 Tage nur Indoor. Mir war klar, schwimmen wird wohl nichts in Tokio. Ich hätte es in den letzten Tagen vielleicht organisieren können, aber das wäre sehr aufwendig gewesen mit langen Wegen und so weiter. Das heißt, Radfahren Indoor auf Swift und Laufen auf dem Laufband. Mit der großen Problematik, dass ich sehr früh raus musste und sehr spät wiederkam. Das heißt, das Training ging in den ersten 9 Tagen, wo halt Schwimmen stattgefunden hat, nur zulasten des Schlafs. Ja, und das ist ein anderes großes Thema, Energiehaushalt, der war kritisch, aber nochmal kurz aufs Thema Community, Swift hat mir das Rad zur Verfügung gestellt, wir haben, da zahlt sich so eine Community wie Swift eben aus, ja, ich habe bei Swift angefragt und der Country Manager von Japan, Nubo, hat mir dieses Rad, ein iPad auf dem Stativ, ein Wahoo Kicker und ein Wahoo Headwind zur Verfügung gestellt. Also ich hatte ein komplettes Swift-Equipment da, habe meine eigenen Radschuhe, Pedale mitgebracht, das war alles im Vorfeld organisiert. Das heißt, ich konnte in begrenztem Umfang Radfahren und ich hatte dieses Laufband. Ja, das waren die Bedingungen, die ich in den ersten Tagen hatte. Und so das zweite Thema Community, was mir dann in den letzten 5 Tagen zugute gekommen ist, ist das Thema Strava. Ich durfte ja raus und ich hatte ein Rad. Und Swift hat mir dieses Rad mit Hinterrad geliefert und das heißt, ich habe das mit Swift nicht abgesprochen, ich habe es einfach getan, ich bin draußen radeln gegangen auf dem Rahmen, der mir 2 Nummern zu klein war, aber da kam die zweite Community zum Tragen, das ist Strava mit den Map-Funktionen, du siehst einfach, wo radeln viele Leute und da hast du dann Gefühl, okay, da ist es A sicher und B vielleicht auch ein bisschen schön und da radel ich einfach mal lang. Und da habe ich wirklich dann grüne Lungen innerhalb der größten Stadt der Welt gefunden, an Flüssen lang. Das war fast wie auf Strava fahren, wie auf Swift fahren. Mhm. Das war nämlich fast Indoor. Ich bin 15 Kilometer lang unter einer Autobahn hergefahren. Die war also auf Stelzen. Und ich war unten drunter im Grünen. Ich wusste, oben drüber ist die Hölle los. Und ich war unter diesem quasi Dach und bin 15 Kilometer geradeaus gefahren, 15 Kilometer zurück, bin am Ende auch noch weitergefahren. Ja. Und bin dann in den letzten 4 Tagen nochmal irgendwie 350 Kilometer tatsächlich Outdoor gefahren, was super war. Linksverkehr macht nochmal neuronal was mit dir, glaube ich. Toll. Ja, gefühlt 41 Grad hat Strava mir irgendwann angezeigt. Also auch das eine Herausforderung. Und habe wirklich schöne Ecken gesehen. Ja, ich bin also einmal, am ersten Tag bin ich im Industriegebiet versandet und habe mir gleich einen Hinterreifen kaputt gefahren, weil ich eine fette Schraube mir eingefangen habe, die nicht nur den Schlauch, sondern auch den Mantel nachhaltig geschädigt hat. Bin dann noch nach Hause gekommen
musste dann einen japanischen Radladen suchen, den ich auch gefunden habe in laufnaher Umgebung, und habe dann da das irgendwie auch mit der Bezahlung hinbekommen. Ich habe die ganze Zeit kein japanisches Bargeld besessen und dieser Radladen hat noch nie einen ausländischen Kunden gehabt. Aber wir haben das dann irgendwie mit Kreditkarte gelöst bekommen und ich habe einen neuen Hinterreifen aufziehen können und neue Schläuche kaufen können und ja, habe dann vor allem diese letzte Tour, die werde ich nie vergessen. Ich wollte einmal zum Pazifik fahren, das ist mir gelungen, es waren 150 Kilometer insgesamt. Durch viel Stadtverkehr, aber auch tolle Natur mit gewaltigen Geräuschkulissen von Insekten und Vögeln, mit Bambuswäldern, mit einem Tempel, wo ich auf einmal gelandet bin, wo ich auch so absurde Geschichten, das ist einfach so eine Zeit, wo jeden Tag irgendwas Außergewöhnliches passiert. Ich bin zu diesem Tempel hingefahren, hab nur so mal reingeschielt. Da saßen zwei uralte Menschen mit riesigen Teleobjektiven, die größer waren als alles, was ich je in Olympia-Venues gesehen habe. Und die haben irgendwie Insekten fotografiert in den Bäumen. Ah, ja. Ja, okay. Ich nehme an, das waren der Herr Canon und der Herr Nikon, die sich heimlich ausgeheckt haben, was sie an neuer Technologie an den Start bringen und das da ausprobiert haben. Ja, so wird es gewesen sein. Ja, also letztendlich, was vom Training da geblieben ist, ich musste von Tag zu Tag neu entscheiden, was ist gut, was verkrafte ich auch, weil meine Batterien von Tag zu Tag leerer geworden sind durch energetische, mentale, zeitliche Herausforderungen, Schlafmangel. Also in der zweiten Woche, wo ich viel Zeit zum Schlafen hatte, hat Garmin mir nachher gezeigt, ich habe irgendwie 5 Stunden im Schnitt geschlafen. Wo die herkommen sollen, weiß ich nicht. In der ersten Woche waren es deutlich weniger, da mögen es im Schnitt vielleicht 3 Stunden gewesen sein. Hitze, ja, also auch ein spannendes Thema, wo ich mich nochmal dran erinnert habe. Ich weiß nicht, wie weit du mit Core zu tun hattest, diesem Körperkerntemperatursensor. Meiner hat leider nicht mehr funktioniert. Aber so dieses Thema Hitzetraining ist gerade wohl in euren Kreisen in Australien in der Diskussion als Alternative zum Höhentraining, dass man einfach unter Hitzebedingungen Reize setzen kann. Da hoffe ich jetzt drauf, dass das einfach, was sich da irgendwelche Leute in der Theorie ausdenken, ich habe mich da nicht näher mit beschäftigt, dass das aber ein zusätzlicher Trainingsreiz war, neben den fehlenden Umfängen, der einfach wirkt bei mir. Ja. Wobei ich in der letzten Woche auch auf fast 18 Stunden Training gekommen bin. In der ersten Woche war es weniger, aber es war einfach schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ja, du konntest nicht so schnell trinken, wie du geschwitzt hast. Ne? Das glaube ich. Ja, wie gesagt, diese Herausforderung. Bitte? Über die Luftfeuchtigkeit. Ja, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, das heißt, du hast einfach geölt, es konnte nicht, das war ein Problem zum Beispiel auf dem Laufband. Schwitzen dient ja dem Zweck, den Körper zu kühlen, indem Feuchtigkeit verdunstet. Ja. Wenn die Luftfeuchtigkeit aber hoch ist, dann verdunstet da nichts, sondern es läuft an dir runter und ich musste Laufeinheiten abbrechen, weil es mir zu rutschig wurde auf dem Laufband. Ja. Die Schuhe haben Höllengeräusche. Es hat so gequietscht auf diesem Laufband. Die stinken auch bis heute, die Schuhe. Ich habe sie nie richtig ausgewaschen danach. Du bist einfach irgendwann in deinem eigenen Schweiß verreckt. Ja, Wahnsinn. Ja, und das ist eine Hitze wie auf Hawaii, wobei du auf Hawaii einfach den Luftaustausch hast. Das gab es da wenig. Ja? Also gerade bei den Indoor-Einheiten. Ob du jetzt schon Kona adaptiert bist quasi. Ich glaube schon, ja. Also ich habe hier jetzt bei meinen ersten Laufeinheiten in kurz bei 15 Grad richtig gefroren. Also ich glaube schon, dass eine Hitzeakklimatisierung da war und ich bin ja noch so ein bisschen am Überlegen. Ich habe jetzt einen Ironman Hamburg und bin ja noch gemeldet für einen Ironman Südafrika. Überlege aber zu switchen auf Cozumel aus verschiedenen Gründen, aus Pandemiegründen und ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt von der Nachrichtenlage. Es gab ja auch ein paar Unruhen in Südafrika. Also mir wurde auch vom Reiseveranstalter nahegelegt, vielleicht mal drüber nachzudenken, ob ich nicht von Südafrika nach Cozumel switche. Und ich glaube, das Thema Hitzeadaptation habe ich einigermaßen im Griff, weil ja auch noch Kona wahrscheinlich ansteht. Ja, also wir glauben jetzt schon, dass wir als Journalisten nach Hawaii reisen können und da wird es ja nochmal 2 Wochen warm werden, wenn auch nicht ganz so warm wie jetzt in Tokio. Ja. Ja. Ja, also das, ich bin gespannt. Also ich muss es jetzt im Kopf hinkriegen, den Biss für einen Ironman Hamburg hinzukriegen. Ich glaube, dass Tokio ein gewisses Erhaltungstraining ermöglicht hat.
jetzt muss ich wieder reinkommen, muss noch mal ein paar vernünftige Akzente setzen, die du ja in den Trainingsplänen drin hast, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Form voll verloren habe, muss aber jetzt natürlich noch so ein bisschen nachhaltig, also Tokio ist noch nicht so ganz aufgearbeitet, was so auch Dinge wie Immunsystem, Energiehaushalt und so weiter betrifft. Ich muss Schlaf nachholen. Ich wollte es gerade sagen, ne? Sehen. Ja, ja. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, den Nährboden dafür zu legen, quasi, damit das Training auch sinnvoll wirken kann. Und da manchmal vielleicht eher und dann vielleicht finde ich manchmal auch einfach blockweise, also im Zweifelsfall ruhig damit leben, dass man das Ganze mal ganz anders, also jetzt nehmen wir mal das Hamburg-Beispiel, wir haben jetzt den 12.8., Hamburg ist am 29., richtig? Also quasi in 2 Wochen der Sonntag. Genau. Ja. So, und dann vielleicht es auch einfach anders machen als gedacht, also lieber erstmal noch 2-3 Tage Füße hoch, ausschlafen, Immunsystem wieder parat machen und dann nochmal eine Woche oder anderthalb vielleicht nochmal vernünftig trainieren. Ich meine, du musst nicht zwangsläufig dann nochmal da irgendwie 1,5 Wochen Taperphase einbauen oder sowas halt, ne? Also wenn du da quasi nach nochmal irgendwie, ich sag jetzt mal einfach 2 Dreierblöcken, 2 Viererblöcken, was sich halt zeitlich noch so ausgeht, einfach vielleicht dir 3-4 Tage Ruhe gönnst, dann eine Vorbelastung machst und dann in Hamburg startest, ist auch völlig fein. Also da bin ich immer ein großer Fan davon, einfach auch mal quer zu denken und nicht in so starren Mustern zu verharren, dass man irgendwie 3 Wochen vorher muss das aber zwangsläufig nochmal eine umfangreiche Woche sein. So, nö, es kann auch erstmal jetzt einfach eine Phase sein, wo man lieber sich nochmal ausschläft und lieber nochmal ein bisschen Schlaf nachholt und so weiter, um dann nochmal 1-2 wirklich qualitative Blöcke zu trainieren, als dass man sich jetzt irgendwie hier so durchwurscht. Das denke ich auch. Also für mich, so im Nachhinein, es fühlt sich an wie ein intensives Trainingslager, was aber nicht nur durch Training bedingt war. Ja, klar. Ich glaube schon, dass es ein großer Impact war, der aber auch irgendwo nutzbar ist. Ja, also es war jetzt nicht, ich habe gewisse Umfänge hinbekommen. Es war eine Gesamtbelastung da, die auch nicht sportlich war. Es war zum Beispiel auch so, die Zeit fürs Schlafen fehlte. Es war aber nicht so, dass die Zeit, die fürs Schlafen übrig blieb, von qualitativ gutem Schlaf geprägt war. Ja. Also das kommt dann noch dazu, du musst viele Dinge verarbeiten, sowohl diesen klimatischen Impact als auch den emotionalen, den wir schon erwähnt haben. Ja, die Gesamtbelastung war einfach hoch, sodass einfach der Schlaf, wenn er nur 3 Stunden war, auch nicht gut war. Ja, also das war schon, also das hat man aber auch allen angemerkt, so in den Pressebussen wurde es immer ruhiger über diese 16 Tage Olympia und im Pressezentrum, da hast du nachher nur noch Leichen gesehen. Ja, ja, also das ist immer so, allein der Schwimmwettkampf, der ging jetzt ja über 9 Tage, normalerweise sind es 8 Tage und du hast immer bei diesen Weltmeisterschaften oder so an Tag 5 so eine gewisse Art von Lagerkoller, wo sich alle dann irgendwie drauf freuen, dass es dann auch irgendwann mal vorbei ist. Ja. Wie in jedem Trainingslager quasi. Wie in jedem Trainingslager, genau. Ne? Und das hat man ja jetzt auch da gemerkt. Also das ist, ich glaube nicht, dass es viele Journalisten gab, die nochmal zum Pazifik geradelt sind oder einen Halbmarathon auf dem Laufband gelaufen sind, um den Kopf frei zu kriegen. Ja. Das ist nochmal was anderes. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass auch viele Aspekte drin waren, die irgendwo positiv aufs Thema Ironman Hamburg am 29.8. einzahlen, wenn ich mich halt jetzt schlau verhalte. Da werde ich mich jetzt nicht an deine Trainingspläne halten, aber vielleicht. Da stand jetzt auch keine Olympia-Veranstaltung drin. Aber lass mal reingehen. Was würdest du gerade sagen, was brauchst du noch bis Hamburg? Rein vom Gefühl? Vom Gefühl brauche ich noch Schwimmkilometer. Ja, auch nicht mehr zu viele, also die Schwimmkilometer in den Tagen 5 bis 0 machen dann auch keinen Sinn mehr, aber ich muss jetzt sehen, dass ich nochmal ins Wasser komme, da kommt mir natürlich meine eigene Sportlerbiografie entgegen, also das hat sich glaube ich rumgesprochen, dass ich nicht viele Kilometer brauche, um einigermaßen passabel zu schwimmen, ich werde in Hamburg keine Bestzeit schwimmen, aber ich muss jetzt sehen, dass ich schnell ins Wasser komme und dann nicht irgendwelche Rückentechnikübungen mache oder sowas. Gerade sagen, also, genau. Ja. Ne, sondern einfach das mache, was ich jetzt brauche, nochmal die Reize setze, wo ich mit jeder Einheit besser werde. Ja, ja. Das ist ganz klar, das brauche ich. Ja. Dann brauche ich nochmal Wettkampftempo-Rad. Mhm. Ja, wo ich einfach nochmal für mich, fürs gute Gefühl, längere Strecken im Wettkampftempo fahren muss, um zu wissen, okay, das ist mein Tempo, weil das passt, ja. Da und auch nach 3 Stunden noch. Ja, genau. Das in Verbindung auch natürlich mit der Wettkampfernährung, ja. Die hatte ich dabei, ja, die habe ich auch auf dem Radergometer, also auf Swift genutzt, auch beim Laufen, auf dem Laufband teilweise.
der Weg vom Laufband zum Klo war ja kurz, ja. Also das sind dann so Vorteile, die man nutzen kann, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt stopfe ich mich mal richtig zu mit Pampe, mit Kohlenhydraten und gucke, ob es gut geht. Und siehe da, es ist gut gegangen. Ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn es so heiß ist, dass du viel trinken musst, dann kannst du auch mehr Kohlenhydrate zu dir nehmen. Ja, das weiß jeder. Wenn du einfach nichts schwitzt und nichts durchkriegst, dann wird es auch schwierig, die Menge Kohlenhydrate durchzukriegen. Das Erlebnis habe ich ja auch einmal gehabt, dass ich einfach dann auf dem Klo geendet bin beim 73 Lahti damals, weil es zu kalt war und die Kohlenhydrate am Ende zu hoch konzentriert. Ja, also so funktioniert Physiologie. Ja, relativ weiß, einfach. Weiß jeder, ne? Manchmal muss man es einfach ausprobieren und daraus lernen. Ja, genau. Total. Also das ist auf jeden Fall was ich noch brauche, nochmal Rad-Wettkampftempo mit der Wettkampfverpflegung. Draußen, ja, nicht simuliert Indoor, sondern wirklich draußen. Das Gefühl, draußen Wettkampftempo zu fahren, ist ein anderes als auf Swift, das wissen wir auch alle. Ja, und ich würde, glaube ich, auch nochmal ein bisschen koppeln. Nicht oft, ein, zwei Mal, einfach dieses Gefühl, wie fühlt sich mein Wettkampfschuh nach dem harten Radfahren an. Ja, und dann war es das eigentlich auch. So viel mehr kann man nicht machen. Laufumfänge habe ich gute gehabt. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Ja, also es passt vieles jetzt, dass der Wettkampf kommen kann. Ja. Naja, hast du auch schön gesagt. Also vor allen Dingen dann auch da eigentlich wieder, ne, aus den Mustern auszubrechen und zu sagen, ich gehe jetzt vielleicht sogar jedes zweite Mal ins Freiwasser oder so oder schwimme im Neo im Becken oder keine Ahnung was. Also je nachdem jetzt die Frage nach, ich weiß nicht, wie viel Grad die Alster gerade so hat und ob man im Neo schwimmt in Hamburg, das wäre dann schon immer eine Frage, aber das halt möglichst spezifisch zu machen, finde ich gut. Was ich zum Beispiel super wichtig finde, ist das Thema Verpflegung, also sowohl auf dem Rad, um das Verpflegen zu üben, als aber auch keine Einheit mehr großartig zu machen, wo du nochmal in so energetische Löcher fällst. Ne? Das ist halt sowohl körperlich irgendwie schwierig und kann man sich auch sicher sein, dass die Anpassung, die man damit provozieren wollen würde, die kommt halt garantiert erst nach dem Wettkampf. Und dann finde ich es mental auch immer schwierig. Ne? Also jeder, der schon mal irgendwie eine 4-Stunden-Einheit mal mit und mal ohne Kohlenhydrate gemacht hat auf dem Rad, der weiß, wie groß der Unterschied sein kann in Stunde 3 und 4 und wie elendig man sich fühlen kann und wie gefühlt locker flockig auch die 4. Stunde sein kann, wenn man einfach gut versorgt das Ganze gemacht hat. Ne? Und deswegen würde ich halt immer irgendwie dafür sorgen, passend darum irgendwie Mahlzeiten zu haben vorher und so weiter und so fort und das Ganze nachzuführen. Ja, genau. Ja. Ja, das kann ich nur erwähnen. Ich habe auch über die Tokio-Zeit nochmal 2 Kilogramm verloren. Ja, die Situation vorher war Homeoffice und Training. Ja, und jetzt war einfach die Situation weniger Bewegung da, wahrscheinlich auch, ne? So genau. Also Alltagsbewegung einfach. Ja, und die waren einfach jetzt massiv da. Also man war ja den ganzen Tag irgendwo in Bewegung und die Verpflegung gerade in den Venues war sehr mäßig. Also weißer Toast mit Marmelade und Margarine. Ja, das war das Einzige, was es gab. Und kleine Schokoladenstücke quasi. Ja. Und du kamst halt nicht raus aus den Venues. Ja, du warst halt, du hättest ins Hauptpressezentrum fahren können, dann wärst du wieder lange im Bus gewesen irgendwie. Ja. Du hättest im Schwimmbad bleiben können und da war die Verpflegung echt mäßig. Mit wenig Möglichkeiten da auszubrechen. Also es gab einen Supermarkt vorm Schwimmbad, aber der war halt außerhalb der Blase und nicht erreichbar. Ja. Wenn man nicht schon 14 Tage im Lande war und in der App zeigen konnte, I'm cleared. Ja, das waren einfach die Bedingungen und das ist aber auch was ich positiv sehe. Ja, ich habe einfach nochmal Körperfett verloren. Klar. Ich habe keine Muskelmasse verloren, das weiß ich. Ich habe Körperfett verloren, wo ich noch ein bisschen zu viel hatte und das ist gut jetzt für Hamburg. Passt. Ja. Klingt sehr gut. Ja. Allen anderen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, die gerade so, oder vielen anderen, würde ich mal sagen. Man ist ja dies Jahr so ein bisschen, ist ja immer so ein bisschen unklar. Möglicherweise steht man gerade vor einer Langdistanz, möglicherweise hat man schon eine gemacht und hat als nächstes eine Mitteldistanz anstehen, so also völlig umgekehrte Reihenfolge. Oder man bereitet sich schon auf das Laufevent im Oktober vor, weil man irgendwann gesagt hat, Triathlon dies Jahr, das wird vielleicht sowieso nichts. Das ist ja eigentlich irgendwie auch ganz spannend zu sehen. Wir hatten das ja schon jetzt hier so diverse Male bei diesen Q&A-Specials, dass auch sehr interessante Konstellationen dabei rumgekommen sind, was man halt so, ne, was halt so ansteht. Und so ist ja bei dir theoretisch auch. Also hat jetzt auch, also ich meine, klar, irgendwo war es wahrscheinlich, dass Olympia stattfindet, aber das ist ja immer ein unkalkuliertes Risiko, was man nie, das kannst du nie vorher planen. Das geht einfach nicht. Und da kannst du auch nicht, kannst du nicht einen Trainingsplan rannehmen und sagen, jo, den habe ich mir jetzt mal vorher geschrieben, den ziehe ich jetzt durch. Naja, die Realität sieht dann immer anders aus. Ne? Das kommt dann doch manchmal oder meistens anders, als man denkt, und dann muss man das doch noch irgendwie anpassen. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich war raus aus dem Triathlon-Zirkus 2-3 Wochen lang und habe Urlaub gemacht. Ein ganz neues Gefühl. und musste nochmal Akkus laden für all das, was in den nächsten Wochen so kommt. Und bin jetzt mal sehr gespannt tatsächlich auch, weil also durchaus es auch interessante Situationen im Profifeld ja ergibt,
schon noch der ein oder andere, wo man denken würde, naja, eigentlich müsste der auf Hawaii am Start sein, ist aber vielleicht noch nicht qualifiziert. Dann hat man jetzt so diese Highlight-Rennen, so Frankfurt, Hamburg und so weiter, dann doch ungewöhnlich spät im Jahr und eigentlich auch so, dass man die, das meine ich jetzt nicht, soll sich nicht negativ anhören, aber eigentlich will man jetzt nicht noch einen Ironman unbedingt machen müssen, wenn man irgendwie so Kona vor der Brust hat, ne, so acht Wochen vorher, neun Wochen vorher ist jetzt nicht so eine ganz ideale Zeit, wo man noch in der unter Zugzwang irgendwie sein will, aber klar, muss man natürlich so hinnehmen, war ja vielleicht auch organisatorisch nicht ganz so leicht und mit Verschiebungen musste man jetzt nicht unbedingt rechnen können. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was die nächsten Wochen so hergeben und was vor allen Dingen auch die Power and Pacer so berichten, weil so, wir sehen es ja an diversen Stellen, es trudeln immer mehr so Wettkampfergebnisse eigentlich nach jedem Wochenende ein, ja, aber so jetzt auch die ganz großen Highlights dann, was noch so ansteht von Frankfurt City Triathlon hatten wir jetzt ein paar, aber auch hier ITU Triathlon in Hamburg, also von Kurz- und Olympischer Distanz oder Sprintdistanz bis hin zu dann gegebenenfalls den Langdistanzen auch, bis hin nach Rot und so weiter oder vielleicht sogar Mallorca Mitte Oktober. Ich freue mich auf Feedback und alles, was halt so kommt und was die Leute so zu berichten haben. Bisher liest sich das ja alles ganz wunderbar. Wir haben ja schon viele tolle Erfolgserlebnisse da sehen dürfen, an denen man uns hat teilhaben lassen. Ja, das ist großartig, ja, das. Also großartig, die Leute zu sehen und auch zu sehen, wie die Mitstreiter darauf reagieren. Ja, ich glaube, da ist auch eine sehr positive Stimmung, weil jetzt die ersten Power and Pacer gesehen haben und gezeigt haben, das Training funktioniert und da ist jetzt natürlich die Euphorie bei allen anderen, die jetzt ihren Wettkampf erst haben, die sich in unseren sozialen Medien da mitbewegen und das gesehen haben. Da gibt es viele, die jetzt wirklich geliefert haben nach dem langen Training. Da ist die Euphorie jetzt groß, dass das tolle Wettkämpfe werden. Voll, ja. Was ja schon viele angedeutet haben, ne, beim Do-It-Yourself-Event. Und aber ja jetzt auch, eigentlich so wie wir es damals auch gesagt haben, das sollte ein super Trainingswettkampf sein. Und das, finde ich, war es so für die breite Masse ja auch. Und ein richtiger Wettkampf ist aber dann schon nochmal was anderes. Und dann stehen dann doch jetzt mittlerweile Gott sei Dank wieder ein paar Zuschauer da oder man hat die Family am Start und so weiter und so fort. Und ja, das ist einfach nochmal eine andere Nummer, als dass man das alleine für sich zu Hause macht oder vielleicht in kleinerem Kreis. Und das finde ich jetzt gerade ganz besonders super, dass man vor allen Dingen auch wieder sieht, dass, also ich will jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber das ja, dass das, wofür, und du kennst das selber auch, wofür man die tägliche Arbeit ja macht. Also man hat ja ein gewisses sportliches Ziel, einen gewissen Anreiz darüber und diese Tage sind ja die, für die arbeitet man das ganze Jahr. Also so wie jetzt Kona ist, das ist überall. Natürlich kannst du auch mal zwei Wochen Urlaub machen, aber du machst nicht zwei Wochen Urlaub, ohne nicht täglich mehrfach dran zu denken, wann du jetzt eigentlich genau nochmal ins Trainingslager fliegst und wie das jetzt auf Kona dann nochmal laufen kann. Und natürlich hast du auch einen Triathlon-Wettkampf bei Olympia verfolgt und hast auch das Tree Battle Royale quasi natürlich verfolgt. Das geht ja nicht, dass man das, also man macht das ja auch aus Hobbygründen, weil man das einfach, weil das die eigene Leidenschaft ist. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil das war wirklich das, also jetzt will ich mich weniger beklagen als die Athleten, die die Wettkämpfe dann nicht machen konnten. Aber nach einem Jahr 2020, wo es das gar nicht gab, ja, dann wird es schon stumpf irgendwann, ne? Da fragst du dich schon, warum soll ich jetzt hier, also den Trainingsplan schreiben, fragst du dich, warum soll das aber auch 15 Stunden einer durchziehen, was da jetzt gerade draufsteht. Bei aller Liebe für den Sport und so, den natürlich da ist, sonst würde man es ja gar nicht machen. Da gehört ja immer ganz viel Leidenschaft dazu. Aber jetzt zu sehen, wie Leute ins Ziel laufen wieder und wie das halt auch wieder gang und gäbe ist oder jetzt auch, du kennst das jetzt auch intern wieder, wenn Leute nach Frankfurt fahren für eine Berichterstattung und so weiter. Und das sind so die Sachen, ja, finde ich super. Da freue ich mich einfach. Ich freue mich jetzt schon drauf. Am Wochenende gibt's Finnland, den Tracker zu verfolgen, dann Frankfurt den Tracker zu verfolgen, also Samstag, Sonntag, eine schöne Kombination auch. Ganz spannende Felder, trotz Mitte August. Ich meine, wenn das die ganze Lage irgendeinen Vorteil hat, dann, dass halt schon echt noch viel Spannung dabei ist und da sich noch einige qualifizieren wollen. Ja, und das finde ich super, da freue ich mich sehr drauf, da habe ich Bock drauf. Ja, ja, ich bin ja auch bei ein paar Events jetzt vor Ort, wo Power und Pacer am Start sind. Also jetzt am Wochenende werde ich erstmal meine Akkus aufladen und mich um meine Familie kümmern. Zu Recht. Da bin ich nicht in Frankfurt und auch das Allgäu nächste Woche, wo ich auf der Mitteldistanz gemeldet war, musste ich leider absagen. Das macht einfach jetzt zwischen Tokio und Hamburg keinen Sinn. Aber in Hamburg bin ich natürlich einer der Power und Pacer, die am Start sind. Da freue ich mich dann auch, hoffentlich viele unterwegs zu treffen. Und dann ist, jetzt muss ich gerade sortieren, eine Woche später ist Rot.
Da bin ich dann auch besser ansprechbar. Ja, da haben wir zwar auch davon abgesehen, nochmal irgendwo was zu organisieren, treffen. Wir wissen alle nicht, welche Bedingungen da sind. Und bevor dann wieder die Enttäuschung da ist, dass wir Dinge, die wir ankündigen, absagen müssen. Wir wollen alle, dass der Wettkampf stattfindet. Und da gehört es dann eben auch dazu, dass wir uns auf diesen Wettkampf konzentrieren und nicht noch ein Rahmenprogramm machen, was am Ende allen auf die Füße fallen kann. Von daher wird es das da nicht geben. Aber wir werden in Rot natürlich ansprechbar sein vom Team der Redaktion und ich auch persönlich als Power and Pacer und ja, dann auf Hawaii natürlich und Mitte Oktober auf dem Hockenheimring. Da werde ich auch persönlich sein, vielleicht ein bisschen gejetlaggt von Hawaii, aber da hoffen wir natürlich, dass wir dann auch Bedingungen vorfinden, wo wir sagen können, okay, vielleicht mit gewissen Einschränkungen, wer teilnehmen darf. Jetzt auch beim Ironman Hamburg haben wir ja das Thema, dass nur Geimpfte starten dürfen, aber da hoffen wir einfach drauf, dass wir Mitte Oktober in einer sicheren Umgebung auch mal so ein bisschen die Saison zusammen Revue passieren lassen können mit einigen. Wir wissen ja, dass da auch ganz viele schon gemeldet sind bei der Ring Running Series, wo wir unser internes Rennen, unsere Power and Pace Trophy dann haben über Halbmarathon und Marathon. Ich plane selber da den Halbmarathon zu laufen. Da hoffe ich einfach, dass wir da auch mal wirklich ein bisschen Zeit finden bei einem Wettkampf, der eben nicht so aufwendig ist wie ein Triathlon und den ganzen Tag in Anspruch nimmt, dass wir einfach da am Rande auch nochmal das ein oder andere schöne Gespräch führen können über die Saison Power and Pace. Und da sind wir ja auch schon in der Mitten oder mitten in der nächsten Saison. Da geht's ja schon los. Die Pläne laufen schon und ja. Genau. Ja. Wo wir natürlich gerade, also vielleicht erst noch zum Laufwettkampf. Das sei nochmal ganz kurz gesagt. Es gibt entsprechende Pläne dafür, für die unterschiedlichen Kategorien. Sollte also jemand sagen, meine Triathlon-Saison, die ist theoretisch jetzt in ein paar Tagen vorbei, weil ich jetzt in Frankfurt, Hamburg, wo auch immer starte und man möchte sich da noch drauf vorbereiten, es wird 6-wöchige Trainingspläne geben, die, und das will ich gerne dabei sagen, die fußen aber natürlich so ein Stück weit darauf, dass man auf jeden Fall im Training ist. Also das ist nicht der Plan, den man jetzt mal eben nehmen sollte als Qualifier, wenn man gerade aus der kalten Hose startet und sechs Monate nichts gemacht hat. Weil dafür werden sie zu ambitioniert sein, weil es natürlich schon das Ziel ist, also das ist so ein Add-on-Plan, sage ich jetzt einfach mal. Also der basiert darauf, dass man durchaus schon ein paar Monate Training jetzt gehabt hat und sich dann halt relativ speziell noch auf einen Halbmarathon oder die anderen Disziplinen natürlich, also die anderen Distanzen natürlich vorbereitet. Und das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen. Also die Pläne gibt es auf jeden Fall, die werden digital noch veröffentlicht, die gehen über 6 Wochen und die fußen aber darauf, dass wir uns da jetzt nicht ganz langsam rantasten an das, was da läuferisch passiert. Also wir werden nicht beginnen mit für den Qualifier mit weiß ich nicht, 15, 20 und 25 Wochenkilometern in den ersten 3 Wochen, sondern wir werden es schon ein bisschen ambitionierter halten, weil das durchaus eine Spezialisierung auf das Laufevent sein soll und kein Neustart auf irgendeine Veranstaltung, die dann irgendwann mal in 6 Wochen später stattfindet. Genau. Neue Saison. Ich würde fast sagen, auch wenn es so podcast-technisch und so in den letzten Wochen vielleicht etwas ruhiger war, als wir beide auch unterwegs waren, aber hinter den Kulissen, jetzt will ich es wieder nicht pathetisch sagen, aber brennt ja schon wirklich der Baum. Ja. Also wenn ich so die Liste vor mir habe an Dingen, die noch getan werden und Ideen und so weiter und so fort, dann sind wir da auf jeden Fall, das sei gesagt, on fire und in der ganz konkreten Planung. Und ich glaube, das wäre, also wir wollten diesen Podcast ja auch so ein Stück weit dazu nutzen, so ein paar Eckdaten fallen zu lassen, also zumindest mal eine Orientierung zu geben, was natürlich immer wichtig ist, damit keiner nervös wird, dass irgendwie den vielleicht dann Schlechtwetterherbst ohne Anleitung unterwegs sein muss oder ohne Community oder wie auch immer. Wir werden beginnen eigentlich quasi mit zwei. Also der offizielle Start wird Anfang Oktober sein, natürlich immer an einem Montag und jeder Power Pacer, der schon länger dabei ist, der weiß, zur Belohnung des Starts gibt es meistens immer einen Ruhetag. Hat man also am 4. Oktober nochmal die Möglichkeit, sich so ein Stück weit zu sammeln, also auch wenn man erst am 4., exakt am 4. dazu stößt, dann reicht es aus, wenn man sich, wenn man den 4. auch nochmal die Füße hochlegt. Diese Tage sind immer dafür da, auch nochmal ein bisschen an der Organisation und so weiter zu arbeiten, zu gucken, ist das Rad eigentlich gerade Starkler und wie sehen die Laufschuhe eigentlich aus und muss ich im Schwimmbad, keine Ahnung, habe ich irgendwelche besonderen Bestimmungen gerade, wenn ich schwimmen gehen möchte und das in den letzten Monaten nicht gemacht habe. Da werden wir loslegen. Wir machen das aber auch so, dass wir ziemlich genau dann 5 Wochen später, also am 1. November, auf jeden Fall noch jeden mit einsammeln, der in der Zwischenzeit, also im Oktober, noch einen Wettkampf gehabt hat. Also ob man auf Hawaii gestartet ist, bei unserer Laufveranstaltung oder beim Ironman oder auf der Mitteldistanz auf Mallorca, da darf man sich nicht dann abgehangen fühlen, sondern da wird es dann so sein,
dass auch der, sag ich mal, Start 2.0 Anfang November noch so gestaltet ist, dass man entsprechend abgeholt wird. Also gerne ab Oktober dabei sein. Sollte man noch einen Wettkampf haben im Oktober, danach 1, 2, 3 Wochen die Füße hochlegen und dann aber auch sehr sachte in das Training starten. Wie man das von uns gewohnt ist, wird es aber nicht immer nur sachte werden, sondern wir haben auf jeden Fall auch schon wieder eine ordentliche Anzahl unter anderem an Live-Rides für Zwift geplant. Genau. Und haben natürlich passend auch schon den FDP-Test festgelegt, bevor wir uns an Daten irgendwie richten, da warten wir noch ein kleines bisschen mit, aber auch da, die Power and Pacer, die es kennen, die kennen unseren FDP-Test, den wir für gewöhnlich immer Anfang Dezember veranstaltet haben. In die Richtung geht es natürlich dieses Jahr für die neue Saison dann ganz genauso. Werden mit den Live-Rides so gute 5, 6 Wochen vorher starten, damit wir eine passende Eingewöhnung haben, damit wir auch immer schon mittwochsabends in der Community zusammenkommen, uns austauschen, alles, was dazugehört. Und ich sag mal, das, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich eines der ganz zentralen Punkte, die wir fürs nächste Jahr, für die neue Saison irgendwie aufgreifen wollen, ist natürlich diesen Community-Gedanken idealerweise auch wirklich real auszuleben, in der großen Hoffnung, dass natürlich all das Pandemische dann hoffentlich nicht mehr so eine große Relevanz hat, als dass es uns einschränkt und wir natürlich uns hoffentlich dann endlich mal alle irgendwo live sehen können. Da möchte ich kurz einen Aufruf anschließen. Wir haben noch eine Menge Bewerbungen von euch im Archiv liegen. Die haben wir auch nicht gelöscht. Wir werden da auf euch zukommen. Jule ist da dran. Wir hatten ja schon mal neben den Live-Rides, die wir zusammen machen, gesagt, wir wollen auch live mit euch zusammen laufen und wollen lokale Squads gründen, Trainingstreffs, vor allen Dingen für die harten Laufeinheiten. Das haben wir dann abgebrochen, das Projekt, weil es gerade losging in der Phase, das war zu Beginn des letzten Frühjahrs, wo auf einmal der Lockdown kam, wo man nicht mehr zusammen Sport treiben durfte und so, seitdem liegt das Thema brach, aber wir möchten euch motivieren, schreibt uns einfach an coach@trimark.de, wenn ihr Interesse habt, lokal bei euch einmal in der Woche irgendwo den Ansprechpartner zu geben, wenn es darum geht, gemeinsame Laufintervalle, gemeinsame Laufeinheiten zu machen oder auch mal einen Schwimmtreff zu machen. Das wollen wir ausbauen oder wollen wir starten mit einem Jahr und einem halben Verspätung. Das war früher angedacht, machte keinen Sinn zu gewissen Phasen. Jetzt wollen wir da wieder dran arbeiten. Wir wissen alle nicht, ob es wieder eine Phase geben wird, wo wir zusammen keinen Sport machen dürfen oder nur mit einem Impfnachweis und so weiter. Ihr wisst, dass wir da verantwortungsvoll mit umgehen, aber wenn ihr euch noch nicht beworben habt, eure alten Mails haben wir noch liegen, aber schreibt uns einfach an coach@trimark.de, wo ihr zu Hause seid und auf welchem Niveau, auf welchem Plan, in welcher Kategorie ihr trainiert und was ihr uns anbieten könnt, einmal in der Woche vielleicht eine Laufeinheit da zu leiten, als Ansprechpartner da zu sein, das würde uns freuen. Das wäre total gut. Für welche Region übernimmst du es? Machst du's? Ah, du machst schon die Live-Rides, du bist eigentlich raus. Eigentlich bin ich in der Bringschuld dann, ne? Ja, Laufintervalle oder Schwimmen? Ich war viel Schwimmen. Ich bin jetzt, also ich bin aber ein Freiwasserschwimmer. Ich mache das nur, ich verstehe bis heute Beckenschwimmen nicht, wie man da dieses ständige Hin und Her und so. Ist nichts für mich. Ich mach nur draußen. Deine Strava-Tracks, das waren aber Stand-Up-Paddle-Dinger, oder? Da waren auch Schwimmeinheiten dabei. Also, ach so, okay. Wo ich auch tatsächlich noch so einen Moment, wo man mich im Urlaub aus der Ruhe bekommt, ist, wenn das Pedantische nicht erfüllt ist und diese Einheit nicht vernünftig aufgezeichnet wird, weil GPS-Uhren im Freiwasser einfach eine Katastrophe sind. Also da habe ich mich so viel drüber aufgeregt. Das war wirklich auch nicht schön. Also auch zu viel drüber aufgeregt, wo ich irgendwann selbst es gibt wirklich keinen Grund dafür. Und bei den 2 Kilometern, die du da jetzt gerade ungefähr geschwommen bist, auch egal, wenn 700 Meter fehlen, aber es ist so ein Prinzipiending. Also da muss ich wirklich sagen, dass da noch nicht jemand so eine Funktion entwickelt hat, der mal gesagt hat, irgendwie, guck mal, der Beschleunigungssensor, der registriert eine Armbewegung, dass der da jetzt nicht auf der Stelle steht im Wasser, das könnte ich ruhig mal erkennen. Habe ich mich sehr darüber geärgert. Und dazu die Anekdote, ich bin vorbelastet, weil 2017 bin ich auf Hawaii gewesen, das erste Mal in meinem Leben und hatte auch eine Uhr am Handgelenk und habe mir gedacht, boah, Strava-technisch so ein Schwimmen zum Coffeeboat und zurück, das sieht gut aus. Das kann jetzt nicht jeder vorweisen, dass mal irgendwas, ja. Normalerweise bin ich bei Strava irgendwie durchaus selten irgendwie und also auch nie online, aber lad dann, es lädt ja eh alles automatisch hoch und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, naja, so eine Einheit zum Coffeeboot ist cool. Losgeschwommen, angekommen, Kaffee getrunken, alles super. Danach wieder Start gedrückt
Und dann hast du halt dieses klassische, dahin sind es ja so, ja, 750 Meter, würde ich sagen, ne, so um den Dreh, ich erinnere mich dunkel, oder so 700 Meter, die du rausschwimmen musst, war dann, was weiß ich, nach 14, 15 Minuten da und bin dann zurückgeschwommen, hatte immer noch 750 Meter auf der Uhr, aber halt eine halbe Stunde, weißt du, und dann sieht es immer auch sofort so aus, als, ja, wärst du ohne Arme geschwommen, so ungefähr. Also wirklich nicht schön. Da habe ich mich schon das erste Mal drüber geärgert und habe damals laut gesagt, dass das Wehe, das passiert nochmal. Und jetzt haben wir 4 Jahre später und die Technik ist kein Stück weiter. Also, Mann. Also da würde ich wirklich gerne drum bitten, dass da mal, also Aufruf an alle GPS-Uhrenhersteller, bitte da mal nachbessern. Im Zweifelsfall so eine Wenn-Dann-Programmierung. Ist bei Excel kein Problem. Wenn ein Arm sich bewegt, dann mach zumindest irgendwas. Nimm die gleiche Geschwindigkeit wie vorher und tu so, als würdest du aufzeichnen. Aber nicht sowas. Ich könnte jetzt ja mal gemeinerweise sagen, Björn, du musst kraulen lernen, dass die Uhr auch mal über Wasser kommt. Das ging. Also das ist ja tatsächlich auch immer einfacher und kann ich auch und klappt auch immer ganz gut. Und habe auch wieder dann, Schwimmen ist ja dann wirklich auch, als du es eben gesagt hast, habe ich auch gedacht, naja, wenn du jetzt noch 2-3 Mal in der Woche ins Wasser gehst, also 2 Wochen lang, dann wird's passen, schön blockartig trainieren, wenn Corona eins gezeigt hat, dass Schwimmen auch im Block funktioniert halt, ne? Selbst wenn man mal ein halbes Jahr die Schwimmbäder zu hat, kann man auch irgendwie vernünftige Leistungen auch in Wettkämpfen hinlegen, wenn man vorher das Ganze mal kurz ein bisschen intensiver betrieben hat. Das klappt schon. Ja, das war die Freiwassergeschichte. Also ich werde nicht den Schwimmtreff machen, das kann ich garantieren. Aber ich würde sagen, also wenn man sollte sich irgendwer in Kona aufhalten, dann gerne mal Meldung machen. Schauen wir es zumindest mal auf einen Kaffee. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal ganz hervorragend, wenn wir das hinkriegen würden. Ich meine, das war ja auf jeden Fall so organisieren. So eine Anlaufstelle, wo wir gesagt haben, das wäre eigentlich wunderschön, ne? Wenn man so bei diversen großen Rennen irgendwie alle mal zusammenkommt und zumindest mal kurz auf einen Kaffee es schafft, sich zu treffen. Also, sollte da jemand sein, ich bin relativ frühzeitig da mit ordentlich Vorlauf und so weiter und so fort, Meldung machen, dann Schwimmen. Da werden wir auf jeden Fall was organisieren. Genau. Das fände ich auch sehr gut. Ja, genau. Ja, wie gesagt, hier Local Squads auch in Hamburg. Also ich werde sicher auch da das ein oder andere Mal als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn wir irgendwo mal schöne Laufeinheiten haben. Dass wir einfach auf der Website oder in den Social Media Kanälen schreiben: Juhu, heute treffen wir uns mal hier für die Einheit, die wir alle im Plan haben. Zu Swift nochmal zurück. Du hast es angekündigt. Ich glaube, am 24. Oktober war die erste Einheit, die wir zusammen machen, korrekt? Es ist der 27. Der 27. Und damit ist in jedem Fall ein Mittwoch. Genau, damit ist auch gesagt, dass wir den Tag ändern werden. Wir werden zukünftig die Swift-Einheiten am Mittwochabend machen. Die Uhrzeit bleibt 19 Uhr, aber eben nicht mehr am Dienstag wie in der letzten Saison, sondern wir gehen auf den Mittwoch. Und wir werden auch zumindest in den ersten Wochen bis Monaten dafür sorgen, dass die Einheiten möglichst viele Kategorien überfassen. Ja, das ist natürlich, je näher die Wettkämpfe rücken, der Qualifier braucht dann eher die langen Intervalle an der Schwelle und der Racer braucht vielleicht eher nochmal ein IE-Intervall. Da ergibt sich das dann nicht mehr, dass alle den gleichen Plan fahren können, aber für die ersten Wochen haben wir doch vor, dafür wesentlich mehr Einheitlichkeit zu sorgen, dass eben die Einheiten, die sowieso bei jedem in jeder Woche mal stattfinden, dass die alle am Mittwochabend möglichst gleich sind, damit wir da in möglichst großen Gruppen zusammenfahren können und das Ganze mit YouTube begleiten können, aber eben auch in der Form live, dass nicht ich auf YouTube irgendwas vorstrampele und der Racer aber ein ganz anderes Programm dann fährt und nur meinen Worten lauscht, aber von der Belastung was ganz anderes in den Beinen hat. Das sei auf jeden Fall gesagt. Es wird eher blockweise laufen, also wir werden nicht immer jeden Mittwochabend da sein, sondern eher in Trainingsblöcken, dass es dann mal wieder 3 Wochen Live-Rides gibt und dann vielleicht mal 1 oder 2 Wochen Pause. Das wird so kommen. Dann wird es natürlich die Einheiten mit Ulrike neu geben, eine neue Saison. Dazu, ja, in Kürze dann mehr, wenn wir weiter rücken Richtung Saisonstart Anfang Oktober. Es wird sich eine ganze Menge verändern. Was gleich bleibt, ist, dass wir in den bewährten Kategorien weiterarbeiten, dass wir mit Today's Plan weiterarbeiten. Ansonsten rundherum wird sich eine ganze Menge mehr verändern. Wir wollen euch wesentlich mehr an Coaching anbieten. Also das haben, glaube ich, alle inzwischen verstanden, die dem Projekt lange treu sind. Power & Pace ist nicht nur ein Trainingsplan, den man kauft, sondern es soll sich vielmehr dahin entwickeln, dass wir eben ein komplettes Triathlon-Coaching anbieten, wo die Trainingspläne auch ein Teil davon sind. Absolut. Dem ist in der Hinsicht eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ja, das hast du schon also ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, aber bis dahin feiern wir noch die Saison, die ist. Unbedingt, ey, die geht jetzt noch richtig los. Also, das ist immer so dieser so ein ganz komischer Zeitpunkt, ne, wo du dann normalerweise auch schon so liebäugelst mit, was passiert eigentlich nächstes Jahr und wo geht eigentlich nächstes Jahr die Reiserei hin und so weiter, aber in 2 Monaten ist erst das Highlight und dann muss ich erst wieder 3 Wochen das alles resetten und dann kann man drüber nachdenken, was eigentlich nächste Saison passiert. Aber wir müssen natürlich auf jeden Fall dafür sorgen, dass jeder Power and Pacer schon passend ab Oktober wieder am Start ist. Und ich finde, in dem Zusammenhang, es ist ja schon auch eine coole Motivation eigentlich, im Oktober mit dem Training zu beginnen und alleine 2 Wochen später sowas wie Hawaii zu haben, was man sich dann auch anschauen kann und so weiter und so fort und was ja die Motivation nicht kleiner macht, wie ich immer finde. Also das ist so ein Rennen, was einfach, ja, da kann man ja nur irgendwie von angestachelt werden. Und das finde ich eigentlich ganz gut, um so ein bisschen über den Oktober zu kommen. Ich hoffe, dass das klappt. Und ansonsten, toi, 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 wird es ja auch im nächsten Jahr wieder Sonne im Ausblick geben, wenn unsere Trainingslager anstehen und alles, was dazugehört. Genau. Und genau, wir sind auf jeden Fall dabei. Wir werden euch auch in den nächsten Wochen noch weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es um ganz weitere konkrete Termine geht und Anlaufstellen geht und alles, was so dazugehört. Wir wollten euch schon mal einen guten Überblick geben heute. Genau. Und vor allem eine kleine Rückschau haben zu Olympia. Ja, wir sind so ein bisschen ausgeschwiffen heute in verschiedene Bereiche. Ich habe da doch noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen gehabt. Das wird in Zukunft anders sein. Also wenn wir beiden uns treffen für den Podcast, was ungefähr einmal im Monat sein wird, dann geht es um das Projekt konkret, was steht an. Dazu wird es einmal im Monat einen sportwissenschaftlichen Podcast, sage ich mal, geben mit dir und Anna in den meisten Fällen, wo es eben auch begleitend zu dem tragenden Trainingsthema des Monats sehr in die Tiefe geht, nochmal in Podcast-Version. Und dann werden Anna und Jule immer mal wieder Experten am Start haben, die von außen beitragen können zu einzelnen Gebieten, wo wir jetzt beide persönlich nicht so dicht drin sind. Es ist zum Beispiel ein Zahnarzt geplant, der mal das Thema Zahngesundheit im Triathlon, Leistungssport und im ambitionierten Age-Grupper-Sport beleuchtet. Ja, da werden wir viele, viele interessante Gäste haben, um das Thema eben ganzheitlich zu beleuchten. Wie gesagt, Triathlon-Training ist mehr als nur ein Trainingsplan, ja, und ich kann mich da nur wiederholen, würden wir einen Trainingsplan machen wollen für alles, dann hätten wir ein Buch geschrieben, so bleibt das Projekt dynamisch. Oh Gott, und ich freue mich sehr auf... Ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriege. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen und kurzes Leid geklagt. Und das ist immer diese, auch die Nachfrage ist ja da, gibt's nicht irgendein Buch dazu? Und dann sage ich mal so, ja, ich würde wirklich gerne, aber es ist so viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn man das, dann mag ich die Geschichte hier lieber. Man kann das vermitteln, man hat ein bestimmtes Thema, man kann das schön ausarbeiten und vor allen Dingen auch an handfesten Sachen festmachen, so wie jetzt Wettkampfsaison, dann Vorbereitung und so weiter. Und das in Buchform, eieiei. Mal gucken, ob es das jemals geben wird. Bis dahin machen wir zumindest einmal die Woche einen Podcast dann quasi jetzt. So, dass der Power and Pacer, also an Stoff wird es nicht mangeln. Es gibt genug auf die Ohren für jede Rolleneinheit, die ansteht, ganz sicher. Genau, so machen wir das. Super. Also, entschuldigt meine Ausflüge in verschiedene Bereiche heute, zurück nach Tokio und so weiter. Ja, euch allen einen guten Start in das Wochenende, das ja bald ansteht. Ja, allen, die in Frankfurt starten, natürlich ganz viel Erfolg. Wir sind sehr gespannt darauf. Es wird ja dieses Jahr nicht so ganz schnell sichtbar sein, wer von euch vielleicht einen Kona-Slot löst. Und da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, das Wagnis einzugehen, Kona zu buchen, ohne zu wissen, dass man auch reisen kann. Ja, also ich wünsche euch da allen viel Erfolg, erstmal im sportlichen Sinne und danach die richtigen Entscheidungen. Wir werden natürlich über alles berichten auf trimark.de. Björn, dir vielen Dank. Wir ja, freuen uns auf viele Geschichten aus Frankfurt, sind sehr gespannt darauf. Und ja, in diesem Sinne, haut rein. Alles Gute, viel Erfolg. Und für die, die noch ein bisschen Restmotivation brauchen fürs Wochenende, hier ist eure Hymne. Viel Spaß. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the
Meister. You're a champion.